Der Mensch ist ein politisches Wesen. Das hat schon Platon gesagt. Gerade heutzutage kann ich nicht einfach die Augen zumachen. Ich glaube ja, dass jeder Mensch eigentlich mitmischen will. Ich will gestalten und aufbauen. Ich möchte neue Wege gehen. Wenn das Politik ist, dann mag ich Politik. Nachdenken, Lösungen finden und dann auch handeln. Das ist mir wichtig. Politik ist für mich nicht nur ein Wort. Der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben gehört zu den großen Trägern der politischen Bildung Deutschlands. Er erreicht mit seinen Angeboten jährlich über 300.000 Jugendliche und Erwachsene. Der Auftrag besteht in der Vermittlung von Bildung und Kompetenzen zur politischen und gesellschaftlichen Teilhabe. Es geht darum, dass sich die Arbeit und das Leben der Menschen im Sinne sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Solidarität weiterentwickeln kann. Es geht um eine Kultur der demokratischen Partizipation. Arbeit und Leben erinnert mich eigentlich immer daran, dass es wichtig ist, auch Menschen in den Blick zu nehmen, die nicht alltäglich im Fokus stehen. Ob das jetzt die Alleinerziehenden sind oder jemand, der lange erwerbslos ist, die Geflüchteten oder die Schülerräte. Insofern finde ich es total toll, dass es Arbeit und Leben gibt. Die Weiterbildungseinrichtung Arbeit und Leben wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen Volkshochschulverband getragen. Dieses Bündnis funktioniert erfolgreich seit über 60 Jahren. Arbeit und Leben hat ein breit gefächertes Netzwerk geschaffen, das auf allen Ebenen agiert. Bundesweit, mit Landesorganisationen, regional und lokal in zahlreichen Einrichtungen. Arbeit und Leben ist ein unschätzbarer Partner für uns als DGB, als einem der zwei Träger von Arbeit und Leben. Und das war ein absoluter Glücksfall, dass sich nach 1945 die Volkshochschulen mit dem DGB an der Stelle verbündet haben, um politische Weiterbildung in diese Republik zu bringen. Arbeit und Leben greift die Arbeits- und Lebenswirklichkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf und orientiert genau daran die politische Weiterbildung. Und das ist wunderbar. Politik ist für mich wie Fotografie. Das klare Bild ist wichtig. Für mich als der sogenannte kleine Mann ist Politik auch Mitbestimmung. Wenn ich jetzt merke, dass etwas auf der Arbeit nicht stimmt und ich was dagegen unternehme, ist das doch auch irgendwie Politik, oder nicht? Arbeiten und Leben ist ein ganz wichtiger Partner in der politischen Bildung, denn er kümmert sich insbesondere um den Anteil von politischer Bildung, auch rund um das Thema Weiterbildung für junge Menschen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch im betrieblichen Kontext. Und das ist ein Aspekt, in dem politische Bildung genauso seinen Platz hat wie in anderen Kontexten auch. Um etwas zu erreichen, braucht man Gleichgesinnte, Freunde und Helfer. Und man braucht Wissen. Politische und gesellschaftliche Teilhabe funktioniert über Bildung. Arbeit und Leben wendet sich mit seinen Angeboten an schwer erreichbare Zielgruppen. Gemeinsam stärken VHS und Arbeit und Leben die Demokratie durch die Beteiligung möglichst aller Menschen jeder Herkunft. Dazu gehören zum Beispiel Programme zur Grundbildung. Dazu gehören aber auch Bildungsurlaube und das Engagement für den Erhalt und die Weiterentwicklung von Bildungsfreistellungen. Arbeit und Leben ist als Träger auch für Modellprojekte immer ein wichtiger Partner gewesen, Sachen neu auszuprobieren. Und da haben wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen miteinander gemacht, einfach mal was anzufassen, was niemand anderes vorher angefasst hat. Wenn es zum Beispiel darum geht, intergenerative Vorhaben von politischer Bildung auszuprobieren, wenn es darum geht, in bestimmten Regionen mit besonders schwer erreichbaren Zielgruppen zu arbeiten. Da ist Arbeit und Leben ansprechbar und für uns ein Partner, mit dem wir Sachen auch ausprobieren können, neu erproben können und das natürlich in die gesamte Trägerlandschaft zurückspiegeln können. Also Arbeit und Leben gehört im besten Sinne des Wortes zu den Avantgarden der politischen Erwachsenenbildung und ich kann nur wünschen, dass das so bleibt. Der Gesellschaftsvertrag funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten diesen Vertrag auch verstehen. Umso wichtiger ist der freie Zugang zu Bildung für alle Menschen.